Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja schon Spyro the Dragon gespielt und jetzt kommt halt noch Teil 2 und Teil 3 spielen wir auch noch an. Teil 1 ist mir ein bisschen länger geworden, knapp eine Stunde habe ich gespielt. Ja, da muss ich aufpassen, das ist ein bisschen zu lange, zu fett, weil das sind... Kann ich euch ja mal am Rande erzählen. Ja, 58,3 GB, was ich hochladen muss. Ja, weil ich werde dieses Video wie im letzten Video nicht schneiden, nicht rendern, gar nichts machen. Ich werde normal Gameplay aufnehmen. Wir werden es anzocken für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das werde ich dann unkomprimiert hochladen, damit ihr den besten Eindruck vom Spiel bekommt. Bei mir ist es dank PS4 Pro in 4K. Also mein Fernseher zeigt jedenfalls 4K an. HDR ist nicht verfügbar. Und ich finde, ich habe es ja im ersten Video schon gesagt, ich finde es so toll, dass eigentlich so eine Spiele wieder von der PlayStation 1 auch wieder auf die PS4 kommen. Ich würde mir jetzt nächstes Jahr kommt der Medieval, ich würde mir jetzt auch echt, wie gesagt, habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, würde ich mir Soul Reaver würde ich mir wünschen. Ach Quatsch. Legacy of Kain würde ich mir wünschen. Wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah. Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nork besiegt haben. Nasty Nork ist halt von Teil 1, der den. Wenn ihr das Video gesehen habt, habt ihr das mitgekriegt. Der letzte ist ein Nork. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Riptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Riptor. Das weißt du. Es klappt. Es klappt. Ich habe einen Drachen. Wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Wir haben einen Drachen nach Avala geholt. Ich hasse Drachen. Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Riptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Riptor folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Ja, ihr seht schon, es ist wirklich süß gemacht und wie gesagt, ich habe es im ersten Teil schon gespielt, wo ich es angespielt habe, schon gesagt. Willkommen in Glamour, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Klar. Mal gucken, ob wir hier nicht mehr was haben sollen. Da braucht ihr auch keine Angst haben, wenn ihr das euren Kindern zu spielen gibt. Ja.
Ihr seht, hier ist wirklich ganz harmlos. Keine Gewalt, ne, so ein bisschen. Aber das gehört ja dazu. Man muss ja die Bösen besiegen. Ach, scheiße. Naja, ja. Wir wollen es ja nur anspielen. So. Ah, hier. Vielleicht unser Fieber zu futtern. Von da oben wegkommen, also hier unten mal lang. Aber die rennen wenigstens nicht so schnell weg wie die im ersten Teil. Aber ne, hier vorne. Oh. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Das ist aber nett. Wenn immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Okay. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Ich danke dir. Jo, haust rein. Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Okay. Gut, klettern kommt noch. Und auch dieses Spiel ist fast 20 Jahre alt. Kann man kaum glauben, ist aber so. Der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, Spyro Teil 2 ist für das PlayStation. Get to Glimmer. Also der Doppelname. Rip to Rage und dann halt hier auch noch Get to Glimmer. Ist von 1999. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn du noch mehr Edelsteine hast. Okay. Jetzt können wir über die Brücke. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle. Ja. Die Erklärung ist hier im zweiten Teil besser als im ersten, finde ich. Weil hier auch gesagt, zeigt wird, welcher Knopf das ist. Beim ersten wird nur der Name gesagt und dass man da was machen kann halt. Das finde ich im zweiten besser. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten von Avala. Okay. Gut, dann gehen wir mal in den Sommerwald. Das ist wie im ersten Teil. Er fliegt, unten drunter werden die Diamanten zusammengeziert. War das im ersten Teil auch grüner Diamant? Nee, ich glaube, das war ein roter. Mal gucken. Ja. Die Zeit ein bisschen im Auge behalten, sonst wenn ich jetzt hier wieder knapp 60 GB habe und dann beim nächsten auch wieder, das schaffe ich nicht bis zum Wochenende alles hochzuladen. Oh, hallo.
Selbst mit einer 100.000er Leitung dauert das. Ich heiße Elora. Hallo Elora. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau. Du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Ah, Schaffi, komm. Ob ich jetzt schwimmen kann? Ah, ich kann endlich schwimmen. Gut, also Wasser tötet mich nicht mehr. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Okay. Leider hat Ripto die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Kriege ich hin. Ich bin ein Drache, also los, kriegen wir da hin. So was könnte man eigentlich auch mal streamen. Oh, jetzt zeigt aus Versehen zu Trophäe. Wollte ich gar nicht. Ich war gerade beim, wollte gerade ansetzen zum Fliegen. Halt, falsch. Da. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch mal als Let's Play haben wollt. Würde mich ja mal interessieren. Hoppala. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Jo, probieren wir mal was. Jo. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Oh. Okay. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück okay. Sprung. Und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu... Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir doch nicht hin. Denk dran, drück Sprung einmal... Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten.
Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Okay, also. Ah, okay, gut. Jetzt habe ich es kapiert. Drück beim Gleiten Aktion, um zu schweben. Warte, bis du in der Nähe des Ziels bist, bevor du schwebst. Oh, und vergiss nicht, nach vorne zu drücken, wenn du schwebst. Das hat er aber eben nicht erzählt. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht, nach vorne zu drücken. Oh! Gut, das war nix. Jetzt wird's knifflig. Geh an die Kante, drück Sprung, drück am höchsten Punkt erneut Sprung und drück dann Aktion, wenn du nah am Rand der Plattform bist. Vergiss nicht beim Schweben nach vorne. Nein, ich warte auf was mit. Jetzt wird's knifflig. Ich weiß. Jetzt aber. Wow, du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Ah, tja, warum nicht? Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne... Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal 500 Diamanten. Damit der uns Tauchen beibringt. Weil schwimmen können wir ja schon. Yeti.
wieder Ramböcke. Ein Yeti hat unsere Heimat verwüstet. Sag ich doch, Yeti. Aber wir konnten ihn einfangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Türen und führen dich zu ihm. Brüder, oh nicht schlecht. Ah, mit Köpfchen, oh nicht schlecht. Da gehen wir lieber nicht hin. Wenn ich mich konzentriere, sollte ich diese Tür für dich öffnen können. Okay. Dann öffne sie doch mal. Gehen nicht kaputt. Ah, nochmal so ein Vieh. Bumm. Oh, hat er mich. Wozu braucht man Schlüssel, wenn man so schön singen kann? Pinguin hier gegrillt. Ah, gleich haben wir 300. Das ist doch schon mal was. Meine Libelle ist schon wieder ganz blau, das heißt, ich sterbe bald, wenn es so weitergeht. Gegner wie diese Jack sind zu groß zum Anstürmen. Mit deinem Flammenangriff solltest du große Gegner locker besiegen. Na, danke, dass du mir das jetzt erst sagst. Setzt ein Geistpartikel frei. Die Geistpartikel aktivieren das Power-Up in der jeweiligen Welt. Wenn ein Power-Up inaktiv ist, musst du also mehr Gegner besiegen. Okay, also da brauche ich 11. Was ich kann. So. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hoppala. Denk an Jägers Tipp. Du gleitest am weitesten, wenn du Sprung ganz oben beim Sprung noch einmal drückst. Das habe ich bei diesen Jump'n'Run immer echt gehasst. X, nochmal X. Wenn du dann ein bisschen grobmotoriker bist, so wie ich, ein klein wenig,
Ja, dann drückst du halt X immer an der falschen Stelle, dann schwebst du nicht so weit. So. Hier ist mein Bruder. Ich bin ja eigentlich friedlich, aber ich finde, du solltest diesem Yeti mal einheizen. Er ist jedoch recht zäh. Ich bin nicht sicher, ob du es schaffst. Okay, dann machen wir gleich. So, jetzt machen wir hier. Ja, das sind 10. Ich komme so oder so nicht weiter. Ich muss den... Seht ihr? Ja, das Tor. Ich muss 11 haben, also muss ich den Yeti machen. Ein bisschen aus wie ein Werwolf, aber nicht wie ein Yeti. Tja, wie sagt man so schön? Yetis, die bellen, beißen nicht. Wuff, wuff! Ich habe nur unseren heiligen Talisman behütet, um sicherzugehen, dass der Yeti ihn nicht frisst. Ach, und schon haben wir einen Talisman. Nach Hause. Also diese Zwischensequenzen finde ich süß. So. Und schon haben wir einen Talisman. Achso, der zeigt, wird hier nur angezeigt, okay. Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze. Ich hab nicht genug. Also brauchen wir noch eine Welt. Mal gucken, wo hier noch ein Tor ist. Ah, hier ist noch eins. Was haben wir hier? Walla Walla oder was? Die einzelnen Abschnitte sind auch recht kurz, wie ihr gesehen habt. Ich denke mal, die werden später dann noch länger. Aber früher waren die Spiele halt, die Levels wird kürzer, aber schwerer. Aber das ist jetzt, wie gesagt, gerade noch der Anfang, ist ja noch alles noch Tutorial. Der? Achso. Der wollte eine Freundin. Spyro, unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus den Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Na, ich helfe euch. Aber erstmal hole ich mir die Diamanten, die hier rumliegen. Stelle. Ne, geht nicht. Kriegen wir irgendwie nachher. Besiegen wir erstmal den Götzen. Gut. Ja, die machen die Tür auf. Wir holen uns mal ein paar Diamanten. Ne, ihr wisst ja, wir brauchen 500 Stück, um unter Wasser schwimmen zu können.
mach die nächste Tür auf. Aber hier müssen wir auch noch hin. Weil wir brauchen ja alle Gegner. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar für deinen Flammenangriff. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Das habe ich ja schon rausgekriegt, weil ich den ersten Teil ja schon gespielt habe. Da wusste ich, dass es ein Sturmangriff ist. Zack. Hier oben wegboxen? Nee, war. Den kann ich nicht wegstürmen. Der kann ja nicht weg. Nee, geht nicht. Bälle gleich wieder gelb, weil er was zu fressen hat. Ne, blau. Jetzt wird sie gelb. Gucke einer an. Dann haben wir schon mal die 500 zusammen. Du kannst die Kamera nach links oder rechts drehen. Das weiß ich. Daneben. Jetzt haben wir ihn aber. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Da ist was. Ach, da ist ein Silbernet. Ziemlich stark. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. Im Prinzip auch kinderleicht. Gehst da irgendwo hin und machst ein bisschen was, dann kriegst du einen Talisman. Ist jetzt nur kein Hexenwerk. Aber der andere kriegt das halt nicht hin. Nur wir kriegen das hin, weil wir die Besten sind und die Klügsten und die Schlausten überhaupt. Aber hier will ich noch hin. Ich will noch nicht durch diese komische Tür. Ne, hier waren wir. Das ist der Wasserfall, wo wir waren. Aber hier ging es ja auch noch lang. Hier ist noch was. Okay.
Ach, hier überall ist noch was oben. Okay. Wenn wir den jetzt besiegen, kommen wir denn überhaupt hier wieder hoch? Ja, da hinten. Voran. Warum nicht? Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Spyro. Mit deinem aktiven Superladungs-Power-Up kannst du durch die Sockel stürmen und die Hula-Tänzerinnen her schicken, um mir zu helfen. Okay. Und wie mache ich den? Ach, alles klar. Ach, du Scheiße. Gut. Dabei sollen wir mal Gott. Alle erwischen. Och, Scheiße. Achso, ich muss weiter hier drückt halten. Oh, fuck. Das war doch fast. Mensch. Ich hab die Kurve nur nicht gekriegt. Gerade mal Schwierigkeit, gerade 3 Sterne. Da will ich gar nicht wissen. Oh Mensch, nein. Wie schwer das noch sein kann. Meine Frau feiert hier nebenan, weil ich es nicht hinkriege. So. Ach Mensch, jetzt vergessen X weiter, Viereck weiter zu drücken. Oh, oh, oh. Sind ja selbst Rennspiele einfacher. Ich hab das nicht so schwer in Erinnerung. Toll. Oder reicht ja, wenn ich Viereck gedrückt hätte? Ja, reicht auch. Das kriegen wir da hin, wäre da gelacht, wenn wir hier die nicht befreien können hier. Einmal. Das war's schon. Nicht. Ich will das hinkriegen. Oh. Einer vergessen. Man kann die ja nicht mal einzeln runterholen, man muss die alle hintereinander wegmachen. Ja, wieder eine verpasst. Kurve zu eng. Halt. So, da. Oh, schon wieder eine vergessen. Ich habe das irgendwie leichter in Erinnerung alles.
Oh, fuck, Ihn vergessen. Mist! Gegen Stein liegen. Ah, Alter. Mann. Aber das waren schon 4 von 5, von 6. Okay, mal reden, wer da gelacht hier. Ah, wieder einer vergessen. Wieso vergesse ich immer wieder eine hier? Nein, ich vergesse nicht, aber ich komme dann irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt komplett. Nochmal zurück. So, einmal versuche ich noch. Nein! Ach, 5 von 6! Gut, einmal, jetzt war der ganz gut, jetzt muss er einmal. Ach! Die Kurve zu eng. So. Na, zu weit. Die Kurve war zu weit. Doch nicht. Jetzt habe ich es gut geschafft. Jetzt komme ich rum und ich schaff's immer noch nicht. So, nochmal. So, einmal die. Ach! Mist! So, die. Oh, die! Jetzt haben wir es. Wer da gelacht, wenn wir den hier hinkriegen hier. Tanz der Hula-Tänzerin hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Das hätte ich auch jetzt können. Kann ich mir Feuer. Meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Eine Kugel gekriegt, ganz toll. Und dafür die ganze Mühe. Jetzt hier nicht mehr hin. Achso, ich muss erst hier oben rauf. Ich hab doch jetzt 3 gedrückt und nach vorne. Mensch, stell die doch nicht so dumm an. Sollen wir mal gucken, was da hinten noch ist? Wie gesagt, offiziell haben wir ja schon beendet. Aber es geht ja hier noch irgendwie weiter. Okay, oh. Mit dem gleichzeitig nach vorne drücken. Finde ich ein bisschen doof. In dem Dreieck. Also. Ich hab das nicht so scheiße in Erinnerung. Was ist das? Rakete? Was macht das? Ah! Okay. Ach, die hat jetzt das kaputt gekriegt. Gut, aber wie komme ich jetzt an die Diamanten ran? Ich komme da ja nicht raus. Ach, alles klar. Alles klar.
jetzt kommen wir auch an die ran, wo die Kiste verschlossen war. Das alles nur wegen so ein paar Diamanten, die in der Kiste sind. So, und da ist der Wasserfall, was ich gesagt habe, wo wir vorhin runtergeguckt haben, wo ich gesagt habe, da kommen wir wieder zum Anfang. Sagt die Uhr. Oh, ich bin schon wieder bei 46 Minuten. Das wären wir schon wieder über 50 GB. Weil wir fliegen natürlich noch schnell in die Heimat zurück und holen uns natürlich die Fähigkeit, unter Wasser zu fliegen. Schwimmen. Oder so. So, da sind wir schon. Ah, kommt wieder eine Zwischensequenz. Also, wenn das nicht kindgerecht ist, weiß ich auch nicht. Mich immer. Scheiß Wollschafe. So, alles jetzt aber. Ja, bitte. Toll. Okay, wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Mit Stürmen tauchst du unter. Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Und hier sind auch Diamanten. Achso, ich muss. Da musst du echt aufpassen hier. Du darfst nicht zu weit nach vorne drücken, weil sonst guckt da nach unten. Achso, Feuer geht ja nicht unter Wasser. Yes. Die Libelle ist eine Kuppel. Hm? Und nächstes Jahr kommt ja der Medieval, Schatzi. Also meine Frau meine ich damit. Die sitzt nämlich gerade neben mir. Die freut sich schon unheimlich auf Medieval. Und will dann endlich wieder auch mal zocken. Halt. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talisman, um uns zu helfen, Ripto zu besiegen, bevor er Avala einnimmt. Oh, und sammle auch weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir, zurück in die Drachenwelt zu kommen. Okay. Also nicht nur, dass wir das Spiel so beenden müssen, um den Besuch. Wir brauchen auch diese Nebenaufgaben, die Drachenkugeln, um in die Drachenwelt zu kommen. Oben auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Ja. Klettern lernen, okay. Deine Spielkamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Ja. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Bewegungen an. Ja, gerne. Okay, fertig.
Wenn dir die Kamera so nicht gefällt, komm wieder zu mir oder ändere es selbst im Optionsmenü. Oh ja, so ist es schön. So. Aber nichtsdestotrotz, wir suchen uns mal eine schöne Ecke hier. So. Dann würde ich sagen, dass es jetzt auch gewesen ist. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. 51 Minuten. Ich kann nur sagen, was ich beim ersten Teil auch gesagt habe. Grafik ist wirklich schön aufgearbeitet. Die Zwischensequenzen sind süß. Es ist kindgerecht. Es ist keine Gewalt. Keine verbotenen Wörter. Irgendwas dergleichen. Also ihr könntet ruhig mit euren Kindern spielen. Es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Vor allen Dingen diese kleinen Zwischensequenzen. Ich finde hier auch die Erklärung, also das Tutorial, besser als in Teil 1. Weil da wird hier auch gesagt, welchen Knopf man drücken soll. Und es steht dann halt auch in dem Schreiben, also wenn in dem Kleingedruckten, also sozusagen unten in der Blase, steht dann halt auch, das und das musst du drücken, das musst du da nach vorne drücken und so. Das finde ich ein bisschen besser als bei Teil 1, wo sie einfach nur sagen, Aktionstaste, die Taste, die Taste. Finde ich halt viel schöner. Aber auch so wieder ganz kindgerecht, ganz süß gemacht. Und ja, die Nebenaufgaben sind hier definitiv schwieriger als in Teil 1. Aber von mir einfach nur einen ganz klaren Daumen nach oben, also Doppeldaumen nach oben und eine Empfehlung. Ich werde auch noch Teil 3 mit euch zocken. Aber ich glaube nicht, dass ich das heute schaffen werde. Das werde ich dann morgen aufnehmen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, noch am Rande angemerkt, wie ich am Anfang auch gesagt habe. Ich werde dieses Video, wie ich es jetzt aufnehme, werde ich es auch hochladen. Ich werde nichts rendern, bearbeiten, Intro, Outro, alles, nichts werde ich machen. Einfach nur reines Gameplay-Material, ungeschnitten, unkomprimiert lade ich hoch, damit ihr dann wirklich einen Eindruck vom Spiel bekommen könnt, wie es wirklich aussieht. Ich spiele es in 4K, HDR hat es nicht, auf der PlayStation 4 Pro. Ja, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis dann, ahoi, sagt euer Odin.